So, und heute im siebten Teil von Korfu entdecken sind wir in der Ortschaft Klomos. Das ist eine Berggemeinde ungefähr 30 Kilometer südlich von Kerkyra gelegen. Soll gar nicht so unbekannt sein. Viele schöne Gassen hier. Und dort oben, Highlight ist dann diese Kirche, die wollen wir uns dann noch angucken. Auch fantastische Aussichten. Da komme ich gleich noch zu. Und hier sieht man schon in südliche Richtung. Naja, da ist dann schon bald auch Korfu zu Ende. Südzipfel dann bald, ja. Da mal so ein kleiner Einblick. Hier die Lebensverhältnisse sind natürlich recht einfach. Einfach und schlicht. Aber ich denke mal, den Leuten geht es trotzdem gut, die hier oben wohnen. Und da ist schon unser Highlight, die Kirche. Ja, und hier schaut man so auf die Südseite nochmal. Dort ganz hinten das griechische Festland. Und naja, da hinten ist dann Schluss mit Korfu. Die Insel ist dann ja auch nur 6 bis 8 Kilometer breit hier im Süden. Das ist dann schon die sozusagen eine Westküste von Korfu, wo es dann im weitesten Sinne dann auch weitergeht nach Italien. Ich sag mal so, der Stiefel von Italien, der ist dann so ungefähr 100 Kilometer weiter westlich, ja. Hier mal so ein Einblick auf den Ort. Ja, und nur hier präsentiert sich die Kirche mit dem Glockenturm. Und hier gehen die fantastischen Aussichten weiter. Jetzt wieder schon mal so die Südostküste. Auch mit einem wunderschönen Einblick auf den Ort Klomos. Richtig türkisfarben das Wasser nach. Also, das ist hier lohnenswert. Da kann man nicht genug von kriegen, von diesen Ausblicken. Ja, und hier guckt man auch dann so Richtung Moraitica dort hinten und ganz weit dort in nördliche Richtung Kerkyra. Ja, und hier schließt sich hinter der Kirche so ein Friedhof an. Und dort oben sind so die Funkanlagen hier von diesem einen Berg. Ich glaube, der ist so ungefähr 300 Meter hoch. Das ist ja nun ein ganz schöner Höhenunterschied. Vom Meer 0 Meter bis hier fast 300 Meter. Ja, also wer hier mit Auto hochfährt, das geht eigentlich auch nur mit Auto. Also ein Auto sollte man hier haben. Mietwagen sich mieten und dann die Insel erkunden. Das ist schon sehr ratsam. Das geht sehr steil, serpentinmäßig hier hoch. Das muss ich mal oder will ich an dieser Stelle mal sagen. Ja. Ja. Das war jetzt hier im siebten Teil eben mal der Bericht hier von Klomos und dieser Kirche. Ja, ich zeige sie noch einmal zum Abschluss, bevor dann Teil 7 dann auch zu Ende geht. Tschüss.